Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Curling wird auch Schach auf dem Eis genannt. Nebst Präzision, Geschicklichkeit, Können, Taktik und Spaß steht Fairness ganz oben. Trotz Kampfgeist und dem Streben nach einem Sieg würde nie ein Curling-Spieler einen anderen Curling-Spieler stören oder gar die Regeln brechen. Wenn dem so wäre, würde er seinen Fehler sofort berichtigen. Ist halt Ehrensache. Beim Curling-Spielen gibt es zwei Schwerpunkte. Das Sliding. Beim Sliden muss ich in die Hocke gehen, mein Bein ausrichten, den Besen richten, den Stein nehmen und mich abstoßen und spielen. Und das Wischen. Beim Wischen müssen wir den Besen mit beiden Händen festhalten und vor dem curlenden Stein hin und her wischen. Wenn wir mehr Kraft einsetzen, dann verlängert sich die Bahn des Steins, weil sich das Eis durch die Wischbewegung erwärmt und der Stein so besser rutscht. So können wir auch die Laufrichtung beeinflussen. Die Anweisungen, wie wir wischen sollen, bekommen wir von unserem Captain. Das ist der sogenannte Skip, der sich im Zielkreis befindet. Tönt doch ganz einfach. Aber ist es das auch? Kommt in den Curling Club nach Zug und probiert es aus. Liebe Frauen, meldet doch eure Männer hier beim Curling Club in Zug an. Dann können sie euch beim Küchenboden helfen. Tschüss!